haben die neue Götz Eismann-CD. Vielen Dank. Dankeschön, meine Damen. Herzlich willkommen. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Ich weiß es zu schätzen, meine Damen und Herren und liebe Freunde der Automobilindustrie, liebe Autonarren. Heute kommen Sie voll auf Ihre Kosten, denn heute geht es hauptsächlich um unsere großartigen, überwiegend deutschen Automobile, die vor allem aus Japan kommen. Und über, wenn Sie autonah sind, bitte lassen Sie ruhig mal schon eine Ladung Abgase in die Wohnung, einfach damit Sie vom Gefühl her schon richtig drauf sind, wenn es in wenigen Minuten losgeht. Zuerst habe ich eine Meldung, die man hätte wissen können. Schwedische Wissenschaftler haben jetzt bestätigt, Frauen mit breiteren Hüften leben länger. Ja, natürlich. Natürlich. Sie leben so lange, bei manchen spricht man schon von Duracellitis. Das müsste uns jetzt ganz nach vorne bringen. Sie wissen, immer wieder hat man uns diesen Titel gestohlen, aber es kommt gleich noch einer. Folgendes. Manche Frauen haben so breite Hüften, man muss bei der Weihnachtsfeier den Kopierer schon auf DIN A3 stellen. 20 Punkte. Heute Abend. Natürlich bleiben Frauen mit breiteren Hüften länger fit. Sie passen ja mit der Getränkekiste nicht in den Lift. Und ganz wichtig, jetzt im Sommer bitte offene Schuhe tragen, damit der Schweiß ablaufen kann. So, meine Damen und Herren. Das müsste uns heute mit ca. 150 Punkten plus Prämie ganz weit nach vorne gebracht haben. Heute Abend haben wir einen großartigen Gast. Er ist promovierter Musikwissenschaftler. Er füllt die größten Konzertsäle in unserer schönen Heimat. Er hat eine außergewöhnlich erfolgreiche Sendung im Westdeutschen Fernsehen zusammen mit seiner Kollegin Christine Westermann. Mit seiner Band heute Abend bei uns Dr. Götz Alsmann. Und hier ist die Götz Alsmann Band! Ganz wichtig, ich darf Sie warnen, es gibt ein erhöhtes Gesundheitsrisiko durch keimverseuchte Geldscheine. Durch das häufige Anfassen von vielen Händen sind sehr, sehr viele Krankheitserreger. Für mich, ich schütze mich schon seit längerem, indem ich nichts mehr unterhalb eines 500-Markscheins anfasse. Das heißt ja, wenn es wirklich so ist, dass diese Lungenentzündung soll zum Beispiel übertragen werden durch Geldscheine, wenn das wirklich so ist, dann ist ja Christoph Daum eigentlich nicht diesen irren Blick, das hat er nicht geholt durch dieses weiße Zeug, sondern durch die Hunde, durch die er es reingezogen hat. Heute in Bild, meine Damen und Herren, und heute Abend auch zu sehen bei Dr. Guido Knupp im ZDF. Hitlers Leibstandarte. Adolf Hitler, das war, sagen wir für alle, die sich nicht für Politik interessieren, der deutsche Reichskanzler, 33 bis 45. Ja, man kann nicht alles voraussetzen. Viele aus der jungen Generation nur noch Diskotheken. Ja? Hitlers Leibstandarte tanzte in Frauenkleidern für Zara Leander. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Sie wissen Tara Leander. Ich weiß, es wird. Und diese knackigen Damen nebenan waren Mitglieder der Leibstandarte, weil die die richtige Größe hatten. Ich selber kannte Leibstandarte gar nicht. Kurz LAH. Und als ich Zivildienst gemacht habe, voller Pazifismus, kam ich zum Seniorenkaffee und da kam ein älterer Herr auf mich zu und sagte, Mensch, Sie wären ja direkt LAH gewesen. Ich sage, wieso LAH, was? Naja, beim Adolf, mit Ihrer Größe. Unglaublich, wie man diskriminiert wird. Aufgrund der Größe für einen Nazi gehalten zu werden. Ja, unglaublich. LAH, Leibstandarte Adolf Hitler. Ich war so, bin raus, habe in den Kuchen reingemeint, als ich das damals gehört habe. Und jetzt muss man sich vorstellen, Moment. Diese Leibstandarte musste also im Kinofilm anrücken. Frauenkleider, damit die Größe stimmte. Und dann haben sie getanzt. In Köln nannte man das die braunen Funken.
mir vorstellen, dass viele sagen, was soll der Quatsch? Leibstandarte von Hitler als Frau verkleidet. War ja Sarah Leander auch. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Nina, Nina, Nina. Aber der bekannteste Hit war natürlich, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Hat gestern Abend auch Ron Sommer gesungen bei der Telekom. Sie wissen es vielleicht, unsere fantastische Hauptstadt Berlin tut sich finanziell momentan ein bisschen schwer. Aber wir haben unseren wichtigsten Politmitarbeiter entsandt nach Berlin, um zu helfen. Demnächst mehr, und das soll sie bereits auf unsere Wohltätigkeitsaktion für Berlin einstimmen. Um unsere Hauptstadt ist es schlecht bestellt. Eigentlich schon schlimm genug, inmitten der Zone zu liegen, kommt nun ein noch nie dagewesenes Debakel hinzu. Berlin versinkt im Schuldensumpf. Berlin gerät in extreme Finanznot. Berlin muss betteln. Pleite. Hast du meine Mark? Der regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepken, weiß keinen Rat mehr. Ich weiß keinen Rat mehr. Berlin ist pleite. Wie soll ich die ganze Scheiße bezahlen? Ja, das können Sie mir doch auch nicht erzählen. Und wir bräuchten na, langsam mal einen Fachmann, der uns das alles mal ausrechnet. Die ganze Scheiße. Wie soll man bei solchen Aussichten noch neuen Mut schöpfen? Zum Glück gibt's Dr. Udo Brömme. Ist irgendwo Not am Mann, steht der sympathische CDU-Politiker und Finanzexperte gern mit Rat und Tat zur Seite. Gerade in Krisenzeiten steht für ihn Bürgernähe und Information an oberster Stelle. Mensch bleiben. In der kalten Welt, die heutzutage irgendwie alles irgendwie nur noch auf Computer reduziert, da ist es doch ganz wichtig, dass man Mensch bleibt. Neue Hoffnung spüren. Ich glaube, wenn der Dr. Brömme kommt, können wir es schaffen. Die Harald-Schmidt-Show weiß aus sicherer Quelle, dass Dr. Udo Brömme dem Ruf Berlins gefolgt ist. Der Exklusivbericht morgen an dieser Stelle. Götz Alsmann mit Band, filmreif, neue CD, auf Tournee. Juni wird er wieder den Bundesfilmpreis moderieren in der Pleite-Metropole Berlin. Vielen Dank für die viele Post, meine Damen und Herren. Sie wissen ja, wir sind über alles, was die moderne Technik bereithält, zu erreichen. Über E-Mail, über Rohrpost, über was weiß ich nicht alles. Aber meine treuesten Fans, die Fans meiner Generation, sie schreiben mir immer noch auf dem guten alten Postweg. Und kürzlich hat Herr Andrack diese Meldung ausfindig gemacht in Spiegel Online. Statt sich auf die Sendung zu konzentrieren, hat er wieder rumgestöbert, hat gesurft. Und Sie wissen diese diffamierende Schlagzeile, Harald Schmidt, schlechter Stand bei Frauen und Ossis. Bei Frauen über 50 und Ossis. Und natürlich muss ich auch die Sendung weitermachen, wenn ich mitten in der Show solche Negativmeldungen erhalte. Aber ich habe einen Brief bekommen von meinem Fan, Frau Johanna Schlee aus 71409 Schweigheim. Und Frau Schlee schreibt mir natürlich aus meiner baden-württembergischen Heimat. Und schauen Sie an, ein Foto, vorne drauf, selber hergestellt, die Karte. Mit viel Liebe gemacht. Stuttgart, neues Schloss und Landtag. Das sind die Bundesländer, die das Wort Pleite nicht mal im Wörterbuch finden. Jetzt kommen wir noch für Berlin, Thale, glaube ich, Spenden. Das neue Schloss in Stuttgart mit dem Landtag, fantastisches Ensemble, neues Schloss, Oper, Schauspielhaus, es ist Baden-Württemberg, Geld ohne Ende. Warum? Weil wir uns irgendwie so einen Quatsch wie Wahlen belassen. Doch, wir haben natürlich Wahlen, aber seit Jahren, obwohl in Baden-Württemberg ist ja auch CDU. Ja klar. Wie kann es sein, dass die eine CDU so reich ist und die andere so... Ja, die wahrscheinlich sagt die CDU, weil die CDU in Berlin mit der SPD koalieren muss. Richtig. Das kann sein, dass die schuld sind. Nee, wir wissen es nicht. Wir wollen uns politisch raushalten, meine Damen und Herren. Das können wir uns nicht leisten, politische Stellung zu beziehen. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Und Frau Schlee, heißt sie Frau Schlee? Ja, Frau Schlee, Frau Johanna Schlee schreibt mir. Lieber Schmidt, heute möchte ich mich einmal bei Ihnen für Ihre Show bedanken. Ich sehe Sie jeden Abend, da ich ein Nachtmensch bin. Umso mehr war ich erstaunt, als ich hören musste, dass Sie einen schlechten Stand haben bei Frauen über 50. Mich hat keiner gefragt. Und ich bin 80. Ich freue mich jeden Abend, wenn ich Sie auf dem Bildschirm sehe und Ihre spritzigen Einfälle höre, die so herzerfrischend sind. Wenn Sie dann noch mit Ihrem Partner, der am Computer sitzt, unterhalten und er anfängt zu lachen, dann ist das einfach ansteckend.
Frau Schlee, vielen Dank, es tut gut. Wir bekommen sehr, sehr viel negative Post, aber umso mehr freuen wir uns über einen Brief aus einem intakten, vorbildlichen Bundesland, dem Deutschland unendlich viel zu verdanken hat. Dankeschön, Frau Schlee. Aber auch der nächste Brief erreicht mich aus Baden-Württemberg. Er kommt von P-R. Zahlmüller aus 73079 Süßen an der Vils. Das ist übrigens ein alter Baden-Württemberg-Gag. Auf der Bahnfahrt von Stuttgart nach Ulm kommt man kurz vor Geislingen erst durch Süßen und dann durch Kuchen. Oh. Als Kind, immer wieder amüsant gewesen. Mama war das schon Kuchen, dann ist das Süßen. So. Sehr geehrter Mitschwabe, auch eine sehr, sehr schöne Handschrift. Schauen Sie, aus Süßen, das sind einfach die Generation, die hat, macht sich noch Mühe, die kann überhaupt noch mit der Hand schreiben. Ja, so. Mit Ihrer angeberischen Neckar-Nebenflüsse-Einlage, Sie wissen, wir haben kürzlich die wichtigsten Nebenflüsse des Neckars aufgezählt, haben Sie als Nürtinger, der es besser wissen müsste, uns Filztäler schwer und unverzeihlich vor den Kopf gestoßen. Unter den 8 wichtigsten die Zaber, dass ich nicht lache. Zater oder Zaber? Zaber. Zaber. Dass ich nicht lache. Wahrscheinlich halt doch damals in Erdkäse gefehlt oder geschlafen. So nicht mitgekriegt, dass die Filz von Hinterwiesensteig bis Plochingen ungefähr 3-mal länger ist als die Zaber. Das ist leider richtig. Herr Saalmüller hat recht. Und Wiesensteig, bekanntes Naherholungsskigebiet für Stuttgart, mit Flutlichtanlage. Eine Piste ist ungefähr 4 Meter breit und 2 Meter lang. Und 6 Millionen Stuttgarter fahren dort donnerstag abends noch bis 10 bei Flutlicht-Ski. In einer Ausrüstung, mit der sie auch am Everest nicht falsch liegen. Also fahren wir nach Wiesensteig. So, bei Jauch glatt durchgerasselt. Ach so, bezieht sich auch noch auf mich. Wo man allerdings nur raten, nichts wissen muss. Ihre am Kabarett geschulte Show mag ich eigentlich, aber unter den 80% TV-Müll, die Sie kritisieren, ist auch 1/3 Ihrer Sendung. Wenn Sie auf die gängigen Sextrittbretter aufspringen, das gefällt mir eigentlich, das Sextrittbrett. Das lassen wir am Auto jetzt ranmachen, Sextrittbrett. Ja. Guck und mal, jedes Niveau verlassen. Haben Sie das nötig? Ja. Das, da fällt jedes Mal der IQ der Harald-Schmidt-Show. Ihr P. Saalmüller. Herr Saalmüller, vielen Dank. Und auch Herr Saalmüller hat recht. Absolut. Und eigentlich ist er noch fair, dass er nur 1/3 der Show. oft, Herr Saalmüller, aber wer wüsste es besser als ich. Und schauen Sie, was ich schöne Postkarte gekriegt habe. Schwäbische Alb mit allen diesen Ausflugszielen, die ich in der Schule wirklich bis zum Erbrechen besucht habe. Hohenneufen. Hier, der Rechberg. Und sag mal hier unten das Randecker Mar. Das ist die ganz große, das ist ein ganz große Zombie-Ausflugsort. Und zwar, man wird zum Zombie. Das Randecker Mar ist im Grunde so ein altes Moor, kann man sagen. Und es geht das Gerücht, das Randecker Mar federt. Als Schüler kriegst du erzählt, wenn du auf dem Randecker Mar springst, dann haut sich 2 Meter in die Luft wie ein Trampolin, weil der Boden dort so elastisch ist, weil es ein altes Moor ist. Ja? Aber ein Mar ist doch eigentlich ehemaliger Vulkansee. Weiß doch ich nicht. Ja, das kann ich. Nie hat einer gesagt, das ist ein ehemaliger Vulkansee. Das heißt einfach, das federt. Ach so, okay. Generationen von Schülern hören, das Randecker Mar federt. Und dann sehen sie wirklich Tausende von kleinen Vollidioten mit dem Rucksack. Ja? Jedes Jahr auf dem Randecker. Und es passiert nichts. Vergesst es, Schüler. Ich auch über Jahre hin. Es passiert nichts. Keine Elastizität, nichts. Die Knöchel tun einem weh. Ja. Das Randecker Mar, die Tech, wo angeblich das englische Königshaus auch herkommt. Oh, jetzt sage ich wieder ganz vieles falsch. Hohenstaufen, Staufeneck, Rechberg. Dieses Baden-Württemberg ist fantastisch. Super. Warum ist dieses Baden-Württemberg überhaupt noch Mitglied in dieser Bundesrepublik? Wo? Ich finde, man sollte sich selbstständig machen, oder? Sogar die Loser in Bayern reißen die Klappe groß auf. Haben wir jetzt alle durch? Ja. Haben wir jemanden vergessen? Ossis. Noch ein freches Wort und ich schicke 500.000 Mark. Hefte raus, jetzt kommt eine Kurzarbeit.
Haben Sie die Hefte? So, was haben wir gestern gelernt? Wie heißt der Besitzer von RTL? Der Mahansi. Ganz genau. Der Mahansi. Der Mahansi. Der Mahansi hat sich die Zahlen kommen lassen vom Wochenende und hat festgestellt, der größte Erfolg war dieses 48-Stunden-Special aus Monte Carlo. Und daraufhin hat er befohlen, sofort eine neue Sendung aus Monaco mit der neuen Superstar-Moderatorin von RTL. Herzlich willkommen zu Exklusiv aus Monte Carlo, meine Damen und Herren. Die drei. Hm? Schön. Die drei, verdammt! Natürlich, die drei. Ja, herzlich willkommen zu Exklusiv aus Monte Carlo, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ludi Fraukewitz und ich trage kein Höschen. Aber das soll uns in den nächsten zwei Stunden nicht stören. Hier geht was ab. Wahnsinn, was hier abgeht. Haben Sie sich schon mal gefragt, was unsere hippen deutschen Stars während der irren Formel-1-Woche in Monte Carlo so treiben? Nein. Na, echt nicht? Echt nicht. Interessiert uns ein Scheiß, was die hippen deutschen Stars während der irren Formel-1-Woche in Monte Carlo treiben. Das glaube ich einfach nicht. Ich habe nämlich viele C-Prominente zu Gast, mit denen ich zum größten Teil auch schon im besoffenen Kopf geschlafen habe. Zunächst aber mal einen Film, der zeigt, was hier abgeht. Monte Carlo, oh, eine unglaubliche Ansammlung von Geld, Mädchen, Sex und Luxus pur. Sie fragen sich bestimmt, warum im Himmels Willen spricht die Alte so schmierig, geil und lasziv wie in einem Billigporno? Das ist, weil RTL denkt, damit verbindet sich Monte Carlo irgendwie. Und deshalb spreche ich nämlich so. Jedenfalls waren wieder unglaublich viele Prominente da. Der Axel Jokil oder wie der heißt, die Klitsch. Der Lauterbach und seine Dings da, die Klitschkos, diese Milka Skipfeife, die Klitschkos, Tina Ruland und die waren auf tollen Booten und haben abgefeiert und wir haben das dann gefilmt und oh Scheiße, willkommen da! Ja toll, jetzt habe ich hier meinen ersten Gast und das ist die Nadel. Hallo. Hallo Nadel. Ist das Wahnsinn? Absoluter Wahnsinn, ja. Nicht? Hier, ne? Die Boote, ne? die Lichter, ja. die Autos, ja. die Häuser, ne? die Männer, die ja. Frauen, die ja. Kinder ja. und die Ampeln. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Ich hätte es so nicht gedacht, jetzt bin ich so vorgestellt. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, absoluter oder? Wahnsinn. Hör mal, Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn, was hier auch. Ich hätte es nicht gedacht. Ne? Du siehst schlecht aus, ja. Hast du die ganze Nacht ja. gezappelt und geräft oder krass ja. abgetanzt? Ja, habe ich, ja. Absoluter Wahnsinn. Ist das ja. irre? Ist das Wahnsinn? Und ein Geld kann man hier lassen? Ja. hör auf, du. Ich habe hier sowas von Geld gelassen schon. Sag mal, du hast ja jetzt einiges verändern lassen. Du hast ja auch die Schläuche aufblasen lassen. Ja, habe ich ja, wegen Dieter. Ne? Ja, wegen Dieter. Aber auch wegen der Playboy, ne? Ja. Und den Medien, ne? Ja. Aber vor allem wegen mir, ne? Ja. Ich denke mit so ordentlich großen Typen, ja. da kann ich mich auch als Frau richtig einbringen. Ne? Das ist wahr. Wahnsinn. Das ja? ist wahr. Hör mal, du bist ja ähnlich wie ich so eine gemachte Medienfunst. Ja. Wo geht's da beruflich bei dir hin? Was ist dein Ziel? Moderatorin oder Schauspielerin? Der Urlaub naht. Und gerade auf langen Urlaubsreisen kommt dieses Spiel zum Tragen, das man seit Generationen kennt, Autoraten. Sie kennen es als Kinder auf dem Rücksitz. Wer sieht zuerst ein VW, wer sieht zuerst ein Opel? Wie viel Opel sieht man am meisten? Sieht man mehr Ford oder sieht man mehr Mercedes? Und wir haben uns gesagt, dieses schöne Spiel, viele kennen es vielleicht gar nicht mehr, wir spielen es einmal hier in Köln-Mühlheim, gleich um die Ecke hier bei unserem Studio, damit Sie zu Hause auch ein bisschen Eindruck kriegen, in welchem Ambiente wir hier tagtäglich zur Arbeit kommen. Und vor Ort, eine Straße weiter auf der Bergisch-Gladbacher Straße, steht jetzt unsere französische Mitarbeiterin, Madame Nathalie. Bonsoir, Madame. Nathalie! Ja? Hallo! Hallo! Es ist jetzt wenig los auf der Straße, das ist besser, da können wir die Autos besser... Hörst du mich? Ja. Ja. Sprechst du schnell? Nein. Aber es gibt einen Lastwagen, ja, einen LKW, der gerade angefangen hat. Das ist die Bergisch-Gladbacher Straße. Unsere Zuschauer kennen das. Wenn Sie von der Autobahn, von der A3 kommen, dann biegen Sie hinter Nathalie ein in die Karlsbergstraße. Und vielleicht könnte man kurz die Umgebung ein bisschen zeigen. In welche Richtung liegt jetzt unser Studio? Da. Hier, in dieser Richtung ist unser Studio. Da hinten, vielleicht können wir ein bisschen Schleichwerbung machen. Was ist auf den Werbeplakaten drauf? Was ist da drauf? Da ist Big Diet! Ich glaube, hier bin ich richtig!
Und was steht daneben? Was ist das Plakat daneben? Stop plus go. Stop and go. Keine Zeit, kein Problem. Und das hier ist Drösser. Dafür können wir Schleichwerbung machen. Bestimmt ein Sympathie. Was ist das? Bauelemente? Ein Baumarkt? Ja, für Bauelemente. Kaufen Sie nachher bitte bei Drösser Bauelemente. So, das ist die Bergisch Gladbacher Straße. Was sehen wir, wenn wir in die andere Richtung gucken? Was sehen wir in die andere Richtung? Das ist die Bergisch Gladbacher Straße. Könnte auch in Berlin sein. Ist aber die Gildenkölsch-Brauerei, kann nicht in Berlin sein. Die Gildenkölsch-Brauerei? Ja. War das Gildenkölsch? Ja, das war Gildenkölsch. Ja, das sollten wir häufig erwähnen, oder? Nö. Ja, wir trinken ja eher Malzkölsch. Ja, eben Malzmühlenkölsch. Oder Päffken. Oder Gaffel. Zion. Oder Gaffel. Reisdorf. Oder, wie heißt das mit den Pferden? Richmodis. Richmodis. Kennst du die Geschichte von Richmodis? Ja. Ja, gut. Er will es abkürzen. Folgendes. Herr Antrag und ich werden jetzt das Spiel spielen, welche Automarke fährt innerhalb von 2 Minuten am häufigsten an Nathalie vorbei. Damit wir das korrekt spielen können, zählen nur Wagen, die quasi auf die Kamera zufahren. Ja. Ja, die mit dem Kühler voran auf uns zukommen, nicht Wagen, die unter der Eisenbahnunterführung durchfahren, sondern wie viele Wagen kommen auf uns zu, Nathalie. Du kannst uns helfen beim Zählen. Ja, ich muss zählen. Ja, du hilfst uns und du erkennst ja auch vor allem die, das würde ich sagen, ist es, was war das? Ein Toyota. Ja, Japaner. Ja, die Japaner. Wir haben festgestellt, dass die Japaner irgendwie immer als Japaner bezeichnet werden, aber es gibt ja Hyundai und Toyota Mitsubishi. Und was weiß ich nicht alles. So, was sagst du innerhalb von 2 Minuten jetzt? Ich sage, das ist jetzt 20 nach 6 hier in Köln, während wir aufzeichnen. Welche Marke kommt am häufigsten durch? Ford. Ford. Warum Ford? Weil eben der Probe am meisten Fords kam. Klar, wir sind in Köln und es zählen auch Ford ohne Kühlschränke auf dem Dach. Ja. Ford? Ich wollte eigentlich zuerst auch Ford sagen. Ja, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe sie in der Probe natürlich auch gesehen, ein Ford am anderen. Aber dann habe ich mir gedacht, Moment, die Probe war um 16.30 Uhr. Jetzt haben wir mittlerweile 18.30 Uhr. Werden wir Zeuge eines Diebstahls? Nein. Ach so, der lädt ja in den anderen. Was wird da geholt? Was ist denn das? Möbel, so eine Sofa-Ecke. Ach, das ist so ein Möbel. Oh, Möbel. Ach, das muss ich noch erwähnen. Wir haben heute Mittag festgestellt, meine Damen und Herren. Vergessen Sie diesen Satz, den Sofabezug können Sie abziehen und waschen. Sie kriegen ihn nie wieder drauf. Nie. Egal, woher das Sofa kommt, egal wie teuer, vergessen Sie es. Abgebrochene Fingernägel, wunde Finger, gucken, Sie kriegen nie wieder den Sofabezug drauf. Und Mitarbeiter Rütten hat festgestellt heute Morgen, ja, wenn man dann das krampfhaft drüber zieht, bilden sich Wülste unter dem Überzug und Sie sitzen mit der Zeit immer höher. Mit der Zeit stoßen Sie mit der Decke oben, mit dem Kopf an die Decke. Das sehen wir jetzt nur gerade, wo dieses Sofa gekauft wurde. So, du sagst Ford. Ich sag, es ist 2 Stunden später. Ja. Und da ist eine völlig andere Klientel in Mülheim unterwegs. Ich denke an Menschen, die auch in einem Business arbeiten und dann hier kommen. Ich sage Mercedes. Aha. Mercedes. Ja, gut. Du bleibst bei Ford? Ich bleib bei Ford. Es zählt jeder Automobil. Und du fragst mich nicht, Harald? Ich darf nicht spielen, oder was? Was sagst du? Ich sage Toyota. Du sagst Toyota? Ja. Wir lassen sie mitspielen, sie weiß ja nicht, dass sie nicht gezählt wird. Ja, klar. So. Du spielst auch mit, Nathalie. Doch, Toyota. Du sagst Toyota. Ja. Nathalie sagt Toyota, Manuel Andrag sagt Ford, ich sage Mercedes. Wir sind soweit? Ja. Ja, Kollegen von der Technik? Gut. Achtung, fertig, los. Ford. 2 Minuten. Ein? Ford. Ford. 1-0 für Manuel, ein Ford. Tja, ging schnell. Es zählen nur Wagen, die diese Fahrtrichtung haben, die der Ford gerade hatte. Pass auf. Ah, eine Renault kommt. Schade. Ja. Schön, dass die Franzosen nicht mehr... Mercedes. Ein Ford. Ein Mercedes, ein Ford. Ein Mercedes, ein Ford. Und das, er ist so schnell, langsam. Opel. Ein Opel. Opel. Ein Mercedes, ein Ford. Renault, nochmal Renault. Oh, ich bin blöd. Es steht 2-1 für Ford, oder? Ford. Ford. War das ein Ford? 2-1. Volkswagen. Der erste VW, neu. Noch ein VW. Und? Ford. Ford. 4-1. Oh. Wie liege ich in der Zeit?
Hier, Mercedes, aber fährt in die falsche Richtung. Wie liege ich in der Zeit? 1 Minute 8 Sekunden noch. Oh, 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 das, oh, das wird eng für mich. 4-1. Vor allem kommt da kein Auto mehr. Schau wieder, Mercedes, fährt in die falsche Richtung. Falsche Richtung. Ja. Oh, noch einer. Noch einer. Jetzt ist es rot. Wir haben keine Chance mehr für eine gute Weile. Ärgerlich für mich. Jetzt liege ich schon 4-1 zurück. Und nur noch 45 Sekunden. Ah, oh, die Polizei kommt. Ja. Mercedes. Ah, Mercedes. Ei, ei, ei. Eins. Mercedes. Oh. Vier Mercedes. Fünf Mercedes. Nee, das ist ein Witz oder was? Das, was BMW. Aus! Wie steht's denn? Oh! Da kommen die ganzen Forts, das war doch absolut geschummelt. Wieso geschummelt? Das waren doch alles Mitarbeiter, die gerade losgefahren sind. Guck mal, das war es gibt Züge. Ja, wieso? Spielst du auch mit den Züge? Ja, das ist... Wieso war das geschummelt? Das war Zufall. Gott, das war Zufall. Wie war das? 5 hintereinander. Ja, da war doch Okans Mercedes dabei. Ja, kann ich was dafür? Ja, der fährt zufällig gerade da rum. Ja, der Okan fährt oft um die Zeit da um die Ecke. Ja, du hast ihn doch... Oben, es gibt viel Opel. Guck mal. Nathalie! Was? Vielen Dank. Ja. Nathalie, wir sehen uns morgen. Ich muss mal klären, wie dieser Zufall zustande kam, dass da so viele Mercedes waren. Ja, genau. Aber es war knapp, Manuel. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Götz Alsmann. Schau mal, ich hatte kürzlich ein Telefonat mit Peter Thomas, dem Mann, der die berühmte Raumpatrouille-Melodie geschrieben hat. Und richtig. Wir haben uns irgendwas unterhalten, dann sag ich, das war ein nettes Gespräch, und er sagte, ja, wir sind Pianisten, wir brauchen nicht viele Worte, um uns zu verständigen, wir sprechen alle dieselbe Sprache, ja. C-Dur. Ja. Das ist die Tonart, wo man keine schwarzen Tasten braucht, und da fiel mir dieses schöne Helmut. Instrument ein. Und... Und ich besann mich darauf, dich mal Orgel spielen gesehen zu haben. Und dies ist die kleinste Orgel, ich zeige dir mal in die Kamera, die kleinste Orgel, die jemals meines Wissens in Deutschland hergestellt wurde. Und zwar nicht ein elektronisches Keyboard, ja, sondern das ist eine richtige kleine Orgel mit einem Gebläse. Eine Hohner aus dem schönen alten, ja, Schwarzwald. Die Firma Hohner gibt es hier eigentlich noch? Ja, die gibt es noch, aber die gehört irgendwelchen japanischen Investoren. Natürlich. Und der letzte Träger des Namens Hohner sitzt jetzt im Osten und baut diese alten Weltmeister-Akkordeons aus der DDR nach. Erich Hohner. Heinz Hohner. Ne? Und das ist ein Örgelchen, das wurde konstruiert, damit Väter oder Töchter unterm Weihnachtsbaum, wenn kein Platz ist fürs Klavier wegen des Baumes, ja, wird das aufgestellt, auf den, ja, Gabentisch gebaut, und dann kann man damit spielen. Ich habe jetzt den Motor angemacht. Das Interessante ist, nach wenigen Minuten ist das Gebläse lauter als die Musik, die rauskommt. Versuch's mal. Na, vorhin hat's doch funktioniert. Wir warten mal einen Moment. Ist kein Strom auf der Leitung, kann das sein? Kann das sein? Ist es hinten vielleicht nicht? Antrag hat sich gerecht. Ist kein Strom aus der Leitung, kann das Nein, sein? Nein, ist kein Strom auf der Leitung. Warte mal, wo geht... Ah, jetzt fängt's an. Jetzt fängt's an. Ah, jetzt hört man schon. Ja. Die Wellen trecken an den Strand. Herrlich. Das ist ja fantastisch. Schön, ne? Ja.
Sag mal. Stichwort, nach wenigen Augenblicken ist das Gebläse lauter als die Band. Wie läuft eure Tournee? Ich mach mal aus, sonst werden das ist ja die Bonbons im Lärm untergehen. Ja. Aber ist schon schön. Ja. Dankeschön. Wir haben das letzte Mal unser altes Zuckersüßprogramm hier in Köln in der Philharmonie gespielt. Es muss zum Fall gewesen sein. Und ich habe es wieder nicht gewusst. 10 Mann von mir waren da. Ja, 2.500 Menschen haben mit uns Abschied gefeiert. Und dann haben wir eine Woche später direkt mit dem neuen Programm begonnen. Dazu ist jetzt gerade die CD erschienen vorgestern. Die heißt Filmreif. Sind zum größten Teil alte Filmsongs der 40er und 50er Jahre. Ja. Sind das auch Lieder, die wir schon von Johannes Heesters oder so kennen oder von Heinz Rühmann? Das oder Lied, so? Das wir gleich singen werden, hat er mal gesungen. Wie heißt die Sonne, den Mond und die Sterne. Ich liebe die Sonne, den Mond und die Sterne. Und es sind Songs von Evelyn Künneke und Bully Bujan und all den großen Strategen vergangener Unterhaltungsmusikjahre. Ja, und wir sind jetzt mit diesem Programm schon eine geraume Zeit auf Tournee seit Februar und waren übrigens eine knappe Woche lang jetzt in Berlin. Wir sind heute, kommen direkt aus Berlin hierher. Wie geht es dort? Haben die Menschen Berlin noch zu essen? Frieren wunderbar. Sie? Wunderbar. Wir haben dafür gesorgt, dass sie sich wohlgefühlt haben. Ja. Wo habt ihr gespielt in Berlin? In der Bar Jeder Vernunft. Wunderschönes kleines Theater. Ja. Im Herzen von Wilmersdorf. Ja. Und da waren wir in der legendären Künstlerpension Askanischer Hof, direkt am Kurfürstendamm. Kennst du so eines von diesen Hotels? Ich kenne es, ich habe selber da gewohnt. Ich weiß, dass du es kennst. Ich weiß, dass du da gewohnt hast, denn wir haben am vorletzten Gastspielabend, und daran merkt man, dass wir mittlerweile eine alte Säcke-Band geworden sind. Wir sind ganz früh aus dem Theater weg, sind in den Askanischen Hof gegangen, in den kleinen Salon, der ganz leer war. Der Nachtportier kam und sagte, wollt ihr noch was trinken? Und wir haben gesagt, nee, wir hätten lieber ein Kartenspiel. Und dann haben wir Karten gespielt und während ich fliege immer sofort raus, ich fluch direkt raus und dann ließ ich meinen Blick so durch diesen Salon streifen und denke, was ist das denn? Was ist das denn für ein Bild da an der Wand? Vielleicht kann man es mal zeigen. Guck mal, das Komödchen 1871. Das Komödchen auf Tournee. Der zweite von links, den kennen Sie alle, das ist, der zweite von rechts, den kennen Sie alle, das ist Hugo Egon Balder. Genau. Aber der Mann daneben, in der aktuellen Jeanshose. Das war keine Jeans. Ja, das kannst du auf diesem Foto nicht erkennen. Soll ich dir sagen, was es war? Leder. Es war eine graue Lederhose. Ehrlich? Ja. Boah. Das muss so 83 gewesen sein oder sowas. Links außen unsere Kollegin Jutta Hahn, Gerrit Schieske, Matthias Bröde, Thomas Giesler und Peter Baumgärtner, ganz außen der Schlagzeuger. Das war die Komödchenband. Und dir fällt was auf, keiner fasst den anderen an. Ja. Ist das euer offizielles Autogrammfoto gewesen? Nein, das haben wir irgendwie so gemacht. Damals, ich weiß auch nicht, wofür das gemacht wurde. Das war so die Mitte der Tournee und da haben wir schon nach Einzeltischen gefragt im Restaurant. Ja. Das ist bei euch nicht so, oder? Nein. Haben wir gemacht. Bamberg, Sonntagnachmittag, Bahnhofsrestaurant war das Einzige, was aufhört, haben Sie 12 Einzeltische, weil die Technik war auch noch mit dabei. Das heißt, Kai Lorenz hat euch nicht nach irgendwelchen menschlichen Aspekten ausgewählt, sondern einfach nur größenmäßig. Nein, das musste natürlich vom Team her. Das war eine sehr, sehr erfolgreiche Tournee. Ja? Und Hugo war ja auch 3 Jahre mit dabei. Ja, ja. Aber war sehr schön. Du hängst inzwischen einem Foto von Willy Birgel. Willy Birgel. Willy Birgel und einen von David Bowie, die da beide auch gewohnt haben, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. Schau dir an, 2 Uferstars. Ja. Auch da. Ja. Und kommen viele Prominente zu euch ins Konzert? Ihr seid auch, also es gehen auch viele Kollegen hin. Ja, bei Jeder Vernunft ist so ein Treffpunkt in Berlin. Ja. Es ist ein wunderschönes Theater in einem verspiegelten Jugendstilzelt. Ja. Und es sind meistens irgendwelche Kollegen da. Allerdings der einzige Kollege, dessen ich gestern Abend ansichtig wurde, war Walter Momper. Und der ist ja mehr ein unfreiwilliger Kabarettist. Walter Momper? Ja. Kam der hinterher zu euch? Nein. Ich schätze, er hatte Angst vor unseren Witzen. Guck mal, der Walter, die alte Säule oder sowas. Und sonst niemand? Wer war das da? Reinhard May, Kim Fischer, Ich meine Westerwelle! Der war da, aber Politiker. Ja, der ist gut. Dr. Guido Westerwelle, der frisch gebackene Vorsitzende der Freien Demokratischen Partei. Der künftige Außenminister, ich riskiere die... The Headmaster auf www.fdp.de. Ist immer da, wenn wir spielen. Er kommt meist am ersten Abend zur Premiere und sagt dann auch immer genauso richtige Sachen wie... Das war sehr schön, toi, 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 für den weiteren Verlauf der Tournee und solche Sachen. Und er bleibt dann immer auch, hinterher gibt es ein Häppchen und noch einen Schluck Sekt in der Premierenfeier. Und dann werden ganz viele Hände. Das ist das Interessante. Politiker, das habe ich festgestellt, sind ja manische Händeschüttler. Das ist ja unglaublich. Die kommen, begrüßen 3 Leute mit Handshake. Ja. Aber wenn sie gehen, begrüßen sie 30 Leute mit. Menschen, die sie nie gesehen haben, sagen, es war ganz toll, danke und spitze und sowas. Ja, da kann man eine Menge lernen. Diese Bürgernähe. Das ist die Bürgernähe. Also der war da und ich muss sagen, es kommen nicht viele Politiker in so ein Theater normalerweise. Es sind meist mehr Kabarettisten, die kommen zum Gags klauen, aber Politiker... Ja, da muss man aufpassen, kenne ich auch welche. Die sitzen unten drin mit so Diktiergeräten. Ja, ja. Und, erstmal, das ist die Presse, aber es kann ja die Presse nicht sein, die geht ja in der Pause immer.
Ist das so? Ja, ja, oft. Und das kriegt ihr mit von der Bühne aus? Das wird uns dann gesagt. Ach so. Wir dürfen nicht mehr wiederkommen. Ja, und ja. Wenn dann Leute so die ganze Zeit sitzen, das ist dann immer die Witzpolizei. Die schreibt ja. Dann mit und plötzlich sagt man, ich habe einen tollen Witz gehört und es ist der eigene. Weiß man schon, wer dieses Jahr beim Bundesfilmpreis gewinnt? Ich meine, du moderierst ihn wieder. Macht das Spaß? Ich bin zusammen mit der reizenden Susanne Etwell. Wir sind, Grüße bitte. Dankeschön. Ja. Wir sind die ersten Menschen, die es zum zweiten Mal machen dürfen, meines Wissens. Und das ist natürlich eine große Ehre. Nein, keine Ahnung, wer dies gewinnt. Das wird ja ganz kurzfristig erst entschieden. Und wir kümmern uns um unseren Kram. Gibt es denn genügend Filme, die nominiert werden können? Es gibt genügend Filme, wie ich mir habe sagen lassen. Ich muss gestehen, ich kannte keinen, aber ich habe da auch so viel zu tun. Und natürlich, man kommt ja auch kaum ins Kino. Viele Filme laufen auch nicht so lange. Aber alle freuen sich drauf und die Männer werden Smoking tragen, die Frauen Ankleidern. Es wird sehr, sehr schön. Und du kannst dich aber einbringen, also auch gestalterisch. Das heißt, du mit deiner Band? Ich spiele mit der Band auch da. Ja, klar, das gibt es ja meistens irgendwie als Gesamtpaket. Götz, was gibt's für Pläne? Du sollst unzufrieden sein mit deinem Sender. Ich lese so viel. Das ist Quatsch. Ist das wirklich? Ja, ich bin sehr froh, dass ich die Gelegenheit hier habe, das gerade zu rücken. Also der WDR ist nach wie vor eine liebe Heimstatt. Allerdings, das stand auch in diversen Blättern, deswegen braucht man es nicht verschweigen. Ich habe einen Piloten gedreht für einen anderen großen Sender. Und es ist halt ein Pilot und keiner weiß, was damit passiert. Ja, das wird das damit ZDF ist alles entscheiden. Gesagt, meine Damen. Götz, damit ist alles gesagt, aber noch nicht alles, meine Damen und Herren. Das ist die CDU. Daraus jetzt.